Hallo, mein Name ist Lena. Ich arbeite im Stilvoll in Trier. Wir gestalten heute einen Adventskranz zusammen. Ich habe schon so ein bisschen was vorbereitet und zeige euch einfach mal, wie das funktioniert. Das hier ist ein Rohling, da wird später die Tanne und das Koniferengrün drauf gewickelt. So sieht der Anfang aus. Da sollte man darauf achten, dass man immer die gleichmäßige Größe beibehält. Und man sollte darauf achten, dass man den Kranz gut feste wickelt, damit sich das Grün später nicht mehr löst. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden, heute mit verschiedenem Koniferengrün und Nobelistanne. Genau, man kann auch Kränze wickeln nur mit Nobelistanne, aber ich persönlich finde die Variante schöner, wenn das so ein bisschen gemixtes Koniferengrün ist. Genau, und so sieht der Kranz dann später aus, wenn er ganz fertig ist. Dann nimmt man sich zunächst die Kerzen und tratet die an. So sieht schon mal eine fertig angetratete Kerze aus. Man kann sich dafür eine alte Kerze nehmen für das Kerzenantraten. Man sollte sich auf jeden Fall einen stabilen Draht aussuchen, damit die Kerzen gut in den Kranz reingesteckt werden können. Und am besten den Draht schön anspitzen, damit das ein bisschen einfacher ist. Und am besten sich tatsächlich eine Drahtschere dafür benutzen. Erst den Draht erwärmen und dann in die Kerze stecken. Das erleichtert das beim Reinstecken in die Kerze. Und dann tief in die Kerze reinstecken. Man sollte die Drähte nicht zu weit außen reinstecken, damit keine Risse entstehen in der Kerze. Und dann überprüfe ich nochmal, ob alle Drähte angespitzt sind. Und dann gibt es verschiedene Varianten, die Kerzen in dem Kranz anzuordnen. Wir haben uns heute für die quadratische Variante entschieden. Es gibt auch noch die halbrunde Version. Da hat man die Kerzen alle auf einer Seite. Oder so eine asymmetrische Version. Da steht eine Kerze hier auf der Seite und die restlichen drei auf dieser Seite. Und dann wirklich feste in den Kranz stecken und dann immer überprüfen, ob der Draht nicht an der Unterseite rausschaut, weil dadurch können Verletzungen entstehen. So, die Kerzen stehen alle feste. Genau, und dann kann man sich sozusagen so eine Basis schaffen, indem man mit Moos arbeitet, geäst. Genau, das kann man so ein bisschen zwischen die Kerzen legen. So, genau, das Moos habe ich jetzt auf dem Kranz verteilt. Und das befestige ich jetzt mit Draht. Und spitze den auch wieder an. Und darauf achten, dass man den Draht nicht mehr sieht, weil das sind Hilfsmittel, die sind eigentlich... Die sollte man auf jeden Fall nicht sehen. Dann nehme ich mir meine Dekoration, die ich mir ausgesucht habe. Wir haben uns heute für die klassische Variante entschieden. Genau, und dann positioniere ich mir das erstmal so, wie ich mir das denke. Und dann klebe ich das fest. Und immer darauf achten, dass wirklich alles fest sitzt. Genau, und dann nehme ich mir zwei Zapfen. Dadurch wirkt der Kranz noch mal ein bisschen natürlicher durch Naturmaterialien. Dadurch, dass ich dieselbe Dekoration auf der gegenüberliegenden Seite habe, bringt das noch mal Ruhe in den Kranz und wirkt nicht so unordentlich. Das ist goldenes gefärbtes Geäst. Ne? Das gibt es auch in Naturfarben. Wir haben uns heute für die goldene Variante entschieden. Das passt schöner zu den Äpfeln und den goldgesprühten Zapfen, aber das kann man ganz nach Wünschen machen. Also, so, genau. Und immer kontrollieren, dass keine Klebefäden entstehen und die dann beseitigen auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Zuckerstangen. Die würde ich jetzt zwischen jeder Kerze einmal so ein bisschen verteilen, dass sich das so ein bisschen widerspiegelt. Genau, die Sterne kann man auch immer über den Kranz verteilen. Wenn Hilfsmittel sichtbar sein sollten, kann man auch gerne was drüber kleben, damit man diese nicht mehr sieht. Wie zum Beispiel Sterne, Zapfen oder sowas in der Art. Genau. So, dann haben wir noch diese Äpfel hier. Die würde ich eher so ein bisschen gruppieren, weil die doch sehr klein sind. So, genau, und fertig ist der Adventskranz. So, das ist jetzt der fertige Adventskranz.
Das Schöne daran ist, dass man den Adventskranz ganz kreativ gestalten kann und immer unterschiedlich. Genau, von den Kerzenanordnungen und von der Dekoration entweder so ein bisschen natürlicher oder eher ein bisschen mit Glitzer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und eine schöne Vorweihnachtszeit.